Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein niegelnagelneues Spiel ausgegraben, das der ein oder andere vielleicht schon gesehen habt. Gefühlt halb YouTube ist voll davon. Aktuell spielt dieses Spiel irgendwie jeder. Ich sehe es auf Twitch, auf YouTube, überall die ganze Zeit. Und ich habe mir gedacht, wir schauen da heute einfach mal rein, denn es ist eine Gratis-Demo. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, das Spiel selber mal zu testen, könnt ihr das tun, völlig kostenlos. Es haben sich außerdem auch einige unter meinen Kommentaren in der Vergangenheit gewünscht. Deswegen machen wir das heute einfach mal. Ich stelle euch ein bisschen vor, was euch hier so erwartet. Und ich würde sagen, wir sabbeln gar nicht lange, sondern gehen einfach direkt rein in unsere erste Runde. Es gibt aktuell zwei Charaktere in der Gratis-Demo, nämlich die Jägerin und hier so eine Vampirin mit Sense und Sargkoffer. Wir nehmen aber die Jägerin. Ist, glaube ich, eine ganz solide Startklasse. Und wir gehen einfach mal in ein ungeranktes Match. Man kann hier auch Rank-Games machen für Rangpunkte und dann kann man damit flexen, wie krass man ist. Ich bin aber natürlich noch nicht besonders krass, deswegen gehen wir einfach mal in ein normales Match gegen andere Nullnummern, die auch noch nichts können, hoffentlich. Sonst wird es unangenehm. Aber ich würde sagen, falls euch das hier am Ende gefallen haben sollte, dann würde ich mich natürlich selber live freuen. Und ihr könnt auch gerne dem Kanal folgen, jetzt aber direkt rein in die Action. Let's go! Und natürlich für alle, die dieses Spiel jetzt noch nicht gesehen haben, werde ich euch einmal so ein bisschen die Basics erklären. Das Spiel, bei dem ist der Name Programm, wir haben hier unseren Rucksack. In diesem Rucksack können wir die Items frei anordnen. Jedes Item nimmt einen festen, vordefinierten Platz weg. Die Banane nimmt zum Beispiel immer drei Plätze weg in diesem L-Muster. Die könnten wir jetzt aber auch drehen und zum Beispiel hier oben hinpacken. Und wir können unseren Rucksack mit der Zeit natürlich vergrößern. Das heißt, wir haben später viel mehr Platz zum Arbeiten. Wir könnten das zum Beispiel einfach mal hier oben hinlegen. Und mit der Zeit wird das eben hier immer, immer größer. Und in diesem Shop haben wir Geld. Wir haben aktuell 10 Gold. Das seht ihr hier. Und wir können uns dann hier im Shop natürlich Items kaufen, die alle unterschiedlichste Effekte haben. Und natürlich später wird das ziemlich abgefahren. Ich habe mal so eine halbe Runde reingespielt und da sind so kranke Items später gekommen. Da muss man schon richtig was drauf haben. Das Spiel ist komplizierter, als es am Anfang aussieht. Wir können hier unseren Shop neu drehen für ein Gold und wir haben jetzt natürlich hier die Items. Wir können uns ein Schwert kaufen, das macht 1 bis 3 Schaden, verbraucht einen Ausdauerpunkt, wenn es angreift. Es greift alle 0,7 Sekunden an und hat eine Genauigkeit von 90%. Jetzt kommt nämlich auch noch was Wichtiges dazu. Wir können uns nicht einfach unendlich Waffen in unseren Rucksack packen, denn wir haben nur 5 Ausdauer am Anfang. Das heißt, wenn wir ganz, ganz viele Waffen mitnehmen, dann haben wir irgendwann so viel Ausdauer, die wir bräuchten, die wir gar nicht haben. Und dann greifen wir fast gar nicht mehr an. Und das ist sehr, sehr schlecht. Wir holen uns jetzt einfach mal ein Schwert. Packen das hier rein. Und holen uns hier so einen Whetstone. Damit können wir nämlich dafür sorgen, dass Waffen, die diesen Whetstone berühren, oben oder unten, oder eben links oder rechts, einen Schaden mehr bekommen. Das machen wir einfach mal. So, und dann, Moment, schieben wir das hier alles mal ein bisschen um. Aber ich glaube, das können wir eigentlich erstmal so lassen. Das muss jetzt ja noch nicht perfekt sein. Und dann holen wir uns das hier. Das sorgt dafür, dass der Gegner geblindet wird und 5% weniger Treffer landet. Und jetzt haben wir unser Geld ausgegeben. Naja, nicht alles, aber ein bisschen was. Wir haben unseren Rucksack voll. Jetzt kommt das Interessante. Jetzt gehen wir hier oben in den Kampf rein. Und dann kämpfen wir gegen andere Spieler. Die machen das Gleiche und jetzt gehen wir rein. Und ihr seht das, dieser Spieler mit einem Namen, den ich natürlich, keine Ahnung, was da steht, hat jetzt hier zum Beispiel ein Schwert und einen Dolch. Wir gewinnen ganz entspannt und kriegen unsere erste Trophäe. Das Ziel ist es, 10 Trophäen sind das, glaube ich, 10 Trophäen zu bekommen, bevor wir 5-mal verloren haben. Denn wenn wir 5-mal verloren haben, ist die Runde vorbei. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kriegen wir nämlich hier neue Items. Ihr seht schon, hier ist ein Speer. Der ist schon blaue Seltenheit und hat 3 Sterne über sich. Und wir holen uns erstmal auf jeden Fall jetzt hier einen weiteren Platz oder 4 Plätze für unseren Rucksack. Und den Speer würde ich gerne mal testen. Oh, der braucht 4 Plätze. Aber der Speer zum Beispiel macht 2 bis 8 Schaden. Also deutlich mehr als das Schwert. Und zerstört 4 Rüstungen. Wenn vor ihm die Sterne frei sind. Also als Beispiel, wie können wir das jetzt am besten machen?
glaube, ich kann den Speer gerade nicht unterbringen, blöderweise. Wir bräuchten einen Platz mehr. Wir könnten... Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, die Banane ist leider ein bisschen blöd, weil die immer so Dreierplätze einnimmt. Wir holen uns, glaube ich, einfach ein Schild. Nee, wir gehen weiter. Wir gucken mal, was wir noch so kriegen. Wir könnten uns regenerieren. 2 Regeneration bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Es gibt hier unten auch Rezepte. Bevor ich das vergesse übrigens, das ist auch noch eine sehr, sehr interessante Sache. Denn wenn man bestimmte Items miteinander kombiniert, werden die zu einem neuen, besonders starken Item. Zum Beispiel, das habe ich letztes in meinem Testrun schon herausgefunden. Wenn wir das Holzschwert mit 2 Wetzsteinen kombinieren, kriegen wir das Heldenschwert. Das ist viel, viel besser. Und natürlich gibt es hier irgendwelche fetten Flammenschwerter, irgendwelche super krassen Zauberstäbe und Tränke und all so ein Zeug. Aber das kenne ich eben alles noch nicht. Ich glaube, das will ich auch alles nicht haben. Wir drehen nochmal. Oh, mehr Platz für 2. Nehmen wir mit. Jetzt bräuchte ich den Speer. Jetzt holen wir uns das aber auf jeden Fall. Packen das einfach mal hier oben hin. Ist ja egal, wir können es ja jederzeit rumschieben. Jetzt können wir uns nämlich hier den Wetzstein nächste Runde kaufen. Und der kümmert sich dann eben darum, dass wir eins unserer Schwerter aufleveln können. Dann kann ich euch das direkt zeigen. Wir holen uns noch eine Banane. Die Banane heilt uns und gibt uns Ausdauer. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Jetzt haben wir zum Beispiel 0 Gold und haben mittlere Ausdauerverbrauch. Kriegen aber durch die Bananen natürlich jetzt schon 2 Ausdauer immer wieder. Also gehen wir in die nächste Runde. Und wir spielen wieder gegen diese Vampirin. Also eine Vampirin, das ist ein anderer Spieler. Nicht mehr dieser koreanische oder asiatische Name. Und die hat auch wieder ein ganz anderes Layout. Die hat Dolche, einen Pilz, der uns vergiftet. Und ich glaube, wir verlieren das. Oh shit, wir verlieren das heftig. Jo. Tja, wir haben unsere erste Niederlage. Das ist aber nicht schlimm. Solange wir nicht 5-mal sterben, können wir ruhig am Anfang ein bisschen sterben. Und jetzt holen wir uns den Wetzstein, packen den an. Das Schwert. Ne, wie mache ich das jetzt am besten? So. Und dann haben wir nächste Runde das Heldenschwert. Nächste Runde kombinieren die sich, dann gehen die Wetzsteine in das Schwert rein. Und dann haben wir das fette Heldenschwert. Ich habe Bock drauf. Haben wir hier Mana Orb. 66,6% Chance, Mana zu bekommen. Mana brauchen wir für Magiefähigkeiten. Davon habe ich aber noch keine gesehen. Also weiß ich gar nicht, was es da gibt. Aber das verbraucht keine Ausdauer. Also nehmen wir das einfach mal mit. Das kostet... Ach so, das ist natürlich viel zu teuer. Das habe ich gesehen. Das wollen wir auch haben. Mehr Platz ist immer geil. Und wahrscheinlich auch noch ein Wetzstein. Wir wollen unser anderes Schwert wahrscheinlich auch noch aufleveln. Wir werden jetzt die Runde, denke ich, wieder verlieren, weil wir relativ schwach sind. Weil ich keine Items gekauft habe. Aber trotzdem glaube ich, dass sich das für uns lohnt. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex und ich kann auch verstehen, dass es so viele zocken. Denn ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen... am Anfang war ich ein bisschen abgeschreckt von dem Game, weil ich dachte mir, es sieht sehr simpel aus und irgendwie hat es mich nicht so überzeugt. Aber ich muss sagen, direkt in der ersten Runde habe ich gemerkt, das kann, glaube ich, ziemlich süchtig machen. Also ich kann verstehen, dass die Leute das so viel zocken. Jetzt haben wir unser Heldenschwert auf jeden Fall. Dieses Heldenschwert ist richtig krasse. Waffen, die an dem Heldenschwert anliegen, bekommen 2 Schaden mehr. Das heißt, wir wollen das jetzt mit ganz vielen Waffen garnieren. So zum Beispiel. Und dann packen wir uns hier noch ein Schwert hin. Hier noch ein Schwert hin. Und vielleicht hier unten noch eins hin. Und dann haben die richtig viel Schaden. Wir holen uns hier noch einen Wetzstein. Versuchen das Schwert auch noch zu entwickeln. Und dann könnten wir uns auch noch einen Speer holen. Hätte ich ja schon Bock drauf, aber ich muss sagen, da braucht man viel Platz, der frei ist für einen Speer. Aber wenn wir gegen jemanden kämpfen, der viel Rüstung bekommt, dann könnten wir mit dem Speer auf jeden Fall was anfangen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mana-Ding haben will. Die Customer-Card, die ist auch sehr interessant. Das erhöht die Seltenheit im Shop eines Items um 1. Das nehmen wir, glaube ich, mit. Seltenere Items sind gefühlt immer besser als weniger seltene Items. Also das lohnt sich immer. Ich glaube, dieses Mana-Ding
Ich glaube, den Speer nehmen wir mal mit. Bringen wir uns dann irgendwie hier hin. Machen den Speer, glaube ich, gleich einfach hier hin. Dann berührt er das Schwert und kriegt nochmal einen Platz oben frei. Also der Speer kommt mit. Mit Rechtsklick können wir natürlich Items auch reservieren. Übrigens, bevor ich das vergesse zu sagen. Das heißt, die sind dann nächste Runde wieder im Shop. Hat man ja gerade bei dem Mana Orb schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will. Ich habe keine Ahnung, was es gibt für Magiefähigkeiten. Wir machen es einfach mal. Wir nehmen es einfach mal mit. Und wir kämpfen gegen Blade Dog 77. Der hat ein Früchtebild. Der hat, oder ein Früchte- und Gemüsebild. Der hat Knoblauch, irgendwelche Blueberries, Blaubeeren, Schweine. Sparschweine hat er am Start. Und der hat auch schon einen Kristall. Diese Kristalle kann man in seine Waffe einsetzen und damit nochmal mehr Spieltiefe geben. Oh ja, wir kriegen noch mehr Platz. Oh Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wir holen uns jetzt den Speer, packen den hier hin und dann ist hier oben alles frei. Das heißt, wir zerstören wie viel? 4 Rüstungen für jeden freien Slot. Also wir zerstören 4, 8, 12 Rüstungen. Sehr, sehr geil. Und wir holen uns noch die Mitgliederkarte. Dann kriegen wir im nächsten Shop bessere Items oder generell in allen Shops. Und wir gehen in die nächste Runde. Ich glaube, ich schmeiß das weg. Das brauche ich gerade. Wir drehen einmal. Was ist das denn? Eine Flöte. Also alle 5 Sekunden kriegen wir zufällig 12 Rüstung oder 2 Glück. Ne, 2 Ausdauer oder 2 Glück. Ha. Das ging gar nicht so schlecht. Mehr Glück heißt mehr Ausdauer. 12 Rüstung heißt, wir überleben länger und 2. Ja, das ist nicht so schlecht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nächste Runde, let's go. So, jetzt kann der Speer mal zeigen, was er kann. Yo, was hat der denn da für ein Gerät? Angry Blade. So, ihr seht jetzt aber schon, ich habe ein bisschen Ausdauerprobleme. Das hört ihr immer in diesem Tröten. Oh, das wird knapp, das wird richtig knapp. Oh shit, ich habe verloren. Nein, das war so knapp. Dammit. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was uns Ausdauer gibt. Alle eine Sekunde entferne eine Ausdauer vom Gegner. Ha. Eine Ausdauer vom Gegner entfernen ist natürlich ziemlich geil. Oder wir, ich würde auf jeden Fall die Flöte mitnehmen, weil wir brauchen mehr Ausdauer. Die Flöte gibt uns Ausdauer und das müssen wir einfach mitnehmen. Und dann könnten wir hier noch so einen Trankgürtel mitnehmen. Da könnten wir in Zukunft Tränke reinstecken. Die haben dann eine bessere Wahrscheinlichkeit zu funktionieren. Könnte man machen. Ich drehe aber mal weiter. Oh, ein Bogen. Wenn die Waffe krittet, trifft der nächste Angriff 2-mal. Das klingt heftig. Aber ich weiß nicht, irgendwie passt das alles nicht so richtig bei uns rein. Eine Ananas. Damit kann man sich heilen und kriegt Stacheln. Das heißt, wenn die Gegner mich angreifen, kriegen die Schaden. Das hier ist gut. Wir kriegen ein Stamina mehr. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Oh shit, was hat der denn da für ein fettes Schwein am Start? Komm, das muss ich aber gewinnen, oder? Ja, meine Ausdauer ist echt problematisch. Aber ich glaube, wir gewinnen das. Komm schon, komm schon. So knapp. Nice, das ist unser 4. Win. Wir brauchen noch 6 Stück. Das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es macht einfach richtig Spaß, das Game. Ich werde das, glaube ich, auch mal im Stream anzocken. Lasst mich auf jeden Fall schon mal wissen, ob ihr das Game mögt, ob ihr mehr davon sehen wollt. Weil ich habe das Gefühl, das kann man sehr, sehr geil im Stream zocken. Stamina Sack. 3 Backpack-Slots und ein Maximum Mana. Das könnten wir auch mitnehmen. Auf jeden Fall nehmen wir das mit, ich meine. Alle 3 Sekunden, das Items triggern 5% faster. Und wir entfernen vom Gegner ein Glück. Oh. Das Problem ist, ich will eigentlich nicht, dass meine Waffen schneller triggern, weil wenn meine Waffen schneller triggern, habe ich das Problem, dass wir noch weniger Ausdauer haben. Ich will, dass meine Bananen schneller triggern.
Es trifft jetzt das Schwert und die Banane. Wir wollen auf jeden Fall hier oben eine Banane hinpacken. Damit die Banane schneller triggert, denn die Banane gibt uns ja Ausdauer und wir brauchen dringend Ausdauer. Das heißt, alle Bananen triggern jetzt schneller. Wenn ich das richtig sehe. Hier zum Beispiel können wir uns Kristall kaufen, wenn der Gegner 30% oder weniger Leben hat, machen wir 50% mehr Schaden und den könnten wir dann in unser Schwert einsetzen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das nehme ich, glaube ich, mit. Nochmal so eine Customer Card, dann kriegen wir nochmal bessere Items. Wir haben ein bisschen Geldprobleme. Oh shit, die hat auch schon hier irgendwelche spektralen Dolche. Eieiei, das wird unangenehm. Aber wir haben 6 Ausdauer immerhin. Unser Vogel kümmert sich darum, dass alles schön schnell triggert. Und wir gewinnen wieder. Sehr schön. Sind aber knappe Wins gerade. Ist jetzt nicht so, dass wir dominieren. Oh mein Gott, was ist das denn? Yo, das sind einfach legendäre Items. Nee, das sind einzigartige Items. Hier gibt es nur einmal einen durchdringenden Pfeil, 30% mehr Crit-Schaden. Eieiei, Waffen machen 30% mehr Crit-Schaden und entfernen Rüstung, wenn sie critten. Ei, das ist natürlich heftig. Ein Mana und eine Regeneration für jedes Natur-Item. Wir haben nur ein Natur-Item, glaube ich, hier. Nee, wir haben das Essen, das ist Natur. Das ist Natur, das ist Natur. Das war's. Wir haben 4 Natur... Nee, wir haben 5 Natur-Items. Hm. Ja, ist ganz nice. Ich nehme den Pfeil mit, Leute. Damage. Ja, wir wollen natürlich so viel wie möglich mit dem Pfeil treffen. Hier wäre eigentlich ganz geil. Yo, hier wäre eigentlich richtig, richtig gut. Dann habe ich keinen Platz für den Vogel. Oder? Könnte ich den Vogel hier hinpacken? Packen wir uns den Vogel hier rüber, packen uns die Banane hier hoch. Dann ist die Banane getriggert. Der Vogel trifft die beiden Bananen, der Vogel trifft die beiden Schwerter. Natürlich kann man hier in diesem Game extrem viel min-macken. Also wenn man das Spiel gut kann, kann man hier natürlich ultra viel rausholen, je nachdem, wo man seine Items platziert und... Also da kann man, glaube ich, richtig krass werden. Und wir nehmen jetzt hier den Kristall mit, packen uns den in in unser bestes Schwert. Und wir könnten uns hier noch ein hungriges Schwert mitnehmen, das uns Heilung gibt. Aber ich nehme, glaube ich, die Karte mit, dass wir noch geilere Items kriegen. Und dann gehen wir mit ein bisschen Geld in die nächste Runde. Und kämpfen gegen someone. Schaut euch mal den Unterschied an. Der hat einfach... Was zum Teufel hat der hier drin? Das gewinnen wir easy, der hat kompletten Quatsch gemacht. Der hat ganz viel Heilung und ganz viel Rüstung, aber der hat überhaupt keinen Schaden, also. Der hat ja überhaupt keine Chance gegen mich. Jo, was ist das denn? 40 bis 50 Schaden? Alle 9 Sekunden? Oh ne, das können wir uns nicht erlauben, wir haben zu wenig Ausdauer. Ein Backpack-Slot und wir kriegen am Anfang eine Rüstung für eins. Wir kriegen 4 Rüstung für eins. Oh, nehmen wir mit, warum nicht? Wir haben hier das Lichtschwert. Das funktioniert mit Regeneration. Wenn wir Regeneration haben, können wir Regeneration in Blind umwandeln und können den Gegner erblinden lassen. Aber wir haben nichts, was uns Regeneration gibt. Also ein Item, das wir nicht wirklich nutzen können. Jo, was ist das denn? Das sieht auch ziemlich geil aus. Wenn wir angreifen oder wenn wir angegriffen werden, haben wir eine Chance, 8 Rüstung zu bekommen und eine Ausdauer vom Gegner zu absorbieren. Hm. Ist halt sehr, sehr groß, das Item. Haben wir, glaube ich, aktuell keinen Platz für. Einen maximalen Ausdauerpunkt mehr haben, das würde ich sehr, sehr gerne. Und 2 Backpack-Slots und Items darin triggern schneller. Das könnte auch sehr gut für uns sein. Könnten wir uns nämlich jetzt das hier reinpacken. Obwohl, nee, das triggert nur einmal am Anfang des Kampfes. Vielleicht eine Banane? Oder wir... Nee, Moment, wir könnten den Vogel... hier reinpacken.
dann triggert der schneller, weil der das hier berührt und sorgt dafür, dass die Sachen alle schneller angreifen. Aber da habe ich zu wenig Ausdauer, ist das Problem. Moment, so. Wir könnten uns noch eine Corrupted Kristall hier reinpacken einfach und dann, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wir bräuchten vielleicht eine Banane mehr. Wir sind broke, wir gehen weiter. Wir brauchen eine Banane mehr, wir brauchen mehr Ausdauerregeneration. 130 Leben. Ich habe auch 130 Leben. Obwohl meine Ausdauer... Ja, nee, meine Ausdauer funktioniert nicht. Ich kriege überhaupt keinen Schaden vom Gegner. Was habe ich denn hier für ein kranken Bild direkt am Anfang? Wir zerstören die komplett. Das war Win Nummer 7. Wir kriegen eine Gin-Lampe. Oh mein Gott, sind das viele Effekte. Und das meine ich, Leute. Man kriegt so kranke Items später. Was kann denn die Gin-Lampe? Alle 2 Sekunden bekommen wir Glück oder Dornen oder Mana. Je nachdem, von was wir am wenigsten haben. Wir können 7 Rüstung, 7 Glück, 7 Dornen und 7 Mana verwenden und kriegen dann 27 Leben und geben einer Waffe plus 27 Schaden. Da wäre ich doch am Start, muss ich sagen. Das klingt ziemlich heftig. Wir brauchen mehr Platz. Ja, das könnte man mitnehmen. Ist halt ein Platz, I guess. Oh, das könnten wir auch gebrauchen. Den könnten wir dann in unser Schwert reinpacken. Dann könnten wir das Schwert auch noch entwickeln. Das wäre sehr, sehr gut. Aber im nächsten Kampf. Ich glaube, Leben haben alle immer gleich. Also maximal Leben. Oh mein Gott, der zerstört mich komplett. Ich wurde komplett zerstört. Ich hatte keine Chance. So, jetzt können wir uns noch einen Wettstein holen. Den packen wir dann. Ach ja, stimmt, hier oben ist ja noch ganz viel frei. Ups, das habe ich komplett übersehen vielleicht. Wir könnten uns ein Lichtschwert kaufen. Das ist gerade zu... Das kostet gerade nur die Hälfte. Ich kaufe das einfach. Für die Hälfte nehme ich das mit. Und dann können wir noch einmal drehen. Was zum Teufel ist das? Am Anfang kriegen wir 2 Vampirismus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Mehr Platz ist unglaublich wichtig für uns. Dann überlege ich gerade, wie wir vielleicht hier noch ein bisschen umräumen können. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie. Das hier ist gut. Den können wir verbrauchen, den Trank, und kriegen 2 Ausdauer und 1 Empowered. Empowered heißt, unsere Waffen machen mehr Schaden. Das könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, da würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Wir haben noch 2 Leben. Wir brauchen noch 2 Wins. Oh mein Gott, was hat der denn für kranken Shit am Start? So, komm schon, bitte. Halt durch. Ich habe zu wenig Ausdauer. Ich habe keine Chance, Leute. Ich brauche mehr Bananen. Ich habe viel zu wenig Ausdauer. Jo. Das sieht auch geil aus, aber ich habe viel zu wenig Ausdauer. Strong Heroic Potion. Oh, nice. Der kombiniert sich mit der Banane. Das Problem ist, wir verlieren eine Banane und das ist eigentlich nicht so gut. Aber ich muss die hier hinlegen, fürchte ich. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe das Gefühl, ich kriege keine Bananen mehr. Oh doch, da ist eine Banane. Aber könnte sein, dass das schon zu spät ist. Ich habe noch ein Leben. Oh, könnte sein, dass das schon ein bisschen zu spät ist für die Banane. Okay, ich glaube, das war's, Leute. Es sieht richtig krank aus, was der Gegner hat.
Ich habe definitiv ein Ausdauerproblem. Ich habe viel zu wenig Ausdauer. Darf ich noch eine Runde oder ist jetzt komplett vorbei? Nein! Es ist komplett vorbei. Tja. Was lernen wir daraus? Ausdauer sollte man vielleicht ein bisschen mehr draus gehen. Was übrigens vielleicht auch noch interessant ist für den einen oder anderen, und man kann sich hier auch umziehen, wenn man das möchte. Es gibt hier verschiedene Skins, die kann man irgendwie freischalten für genug Trophäen. Natürlich jetzt am Anfang auch noch nicht so viel. Aber ich würde sagen, das war doch eigentlich mal eine ganz gute Vorstellung von dem, was euch hier bei diesem Spiel erwartet. Lasst mich, wie gesagt, sehr, sehr gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Falls ihr es kennt, ob ihr vielleicht mehr davon sehen wollt. Ich muss ehrlich sagen, es hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich werde noch eine Runde zocken. Und kann euch das wirklich nur empfehlen, selbst wenn ihr eher so der, ja, eher so Liebhaber von meinem sonstigen Content seid. Also auch wenn, also wenn ihr eher Horror Survival mögt, was ja eigentlich auch das ist, was ich am meisten spiele. Würde ich trotzdem sagen, das Spiel hier ist definitiv einen Blick wert. Macht einfach Spaß. Ist, glaube ich, die beste Abschlussbewertung von mir. Es macht einfach Spaß. Es ist simpel, aber trotzdem kompliziert. Man kommt sehr leicht rein, aber ihr habt gesehen, gerade in den späteren Runden muss man wissen, was man tut. Ich wusste natürlich nicht, was ich tue. Aber ich weiß, dass dieses Game verdienterweise gerade ziemlich durch die Decke geht. Natürlich auch, weil es umsonst ist und weil es einfach sehr, sehr gut ist, finde ich. Das heißt, wenn ihr damit hier was anfangen konntet, dann lasst mich gerne wissen und ich entlasse euch jetzt. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielleicht bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Und ansonsten bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.